Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Live-Commentary. Und heute bin ich nicht ganz alleine hier, sondern der Lars Goldfisch begleitet mich. Ja, hallo Lars Goldfisch. Hallo. Jo, möchtest du irgendwas sagen zu deinen Waffen, die du heute im Spiel benutztest? Ja, also ich benutze die Sektor. Ja. Der Waffe, oder wie? USP-45. Oh, nicht schlecht, eine schöne Waffenklasse. Ja, ich habe heute die Farmers dabei. Mit Granatwerfer und die Spaß 12 mit Schalldämpfer. Blendgranaten noch, ein bisschen ein paar Handgranaten, das reicht mir eigentlich. So, warte mal, ich komme mal zu dir, Lars Goldfisch. Ja, Leute, wenn ihr mal einen coolen YouTube-Kanal sehen wollt, dann geht einfach mal auf den Kanal von Lars Goldfisch. Ich werde ihn im Video einblenden, da könnt ihr gerne mal drauf gehen oder könnt ihr auch gerne mal adden, den Lars Goldfisch. So, ich bin jetzt gerade tot, das wäre mal wieder klar. So. Dann weiter, wo? Ja? Ich bin eine Klasse. Ob denn noch andere Exoscheintour, aber ich hat nicht genug. Ist ja nicht schlimm. Nö. So. Und jetzt benutze ich mal die ACR. Die ACR, aha. Ich brauche andere Waffen, so klappt das nicht hier. Warte mal, ich nehme jetzt mal das Krawallschild. Nehmen wir mal das Krawallschild. So. Ja, das ist bei mir auch so. Ich habe auch lange kein MB2 mehr gezockt. Aber ich finde ja auch, die Gegner sind ja nicht hier relativ leicht zu töten. Da unten ist einer. Ah, natürlich. Nein! Zombie Walker 69 hat mich erwischt. Oh, die Waffe ist gut. Die PP 2000 Akimbo. Ach, ich bin schon wieder vom gleichen Typ erschossen worden. Zombie Walker. Boah, die Schrotflinten. Ja, die Schrotflinten sind tödlich. So, folgen wir jetzt einfach mal Lars Goldfisch. Ich schalte gar nicht hoch. Yes, ich hab ihn erwischt. Und gleich noch einen. Man hat ja auch richtig geil, mit zwei Fingern. Zum Beispiel die UMP, wie die heißt, Akimbo nehmen. Ja, die Akimbo, die hatte ich auch schon. Eine reine Maschinenpistole. Ja, das ist richtig geil, so rumzulaufen. Gut. Und jetzt komme ich wieder rein. Ich bin schon wieder verrückt. Komm, Lars Goldfische, schaffst du? Du bist ganz oben in der Liste hier. 11 Abschlachtungen hat er, ein Assi. 8-mal gestorben. Ist doch gut, Lars Goldfisch. Nein! Nein! Oh nein, Lars. Aber zum Glück kann ich nur meine Vorholtür. So. Ah, da vorne läuft was. Yes, Volltreffer! In die Birne rein. Ach, ne, Tone. Und mein Gegner-Team wurde gerade geklaut. Was? Ehrlich? Das war gemein. Alter, die hocken überall jetzt, die Feinde. Das ist natürlich auch ungerecht. Wir sind jetzt 1, 2, 3, 4 Leute noch in unserem Team. Und im anderen sind noch alle drin. So ein Scheiß, Mann. So, packen wir das Krawallschild aus. Drohne ist auch schon. Oh, da vorne. Ein ganzes Rudel. Ja, du kriegst mich nicht. Ich hab das Krawallschild drin. Mist. Lars Goldfisch geht richtig ab auf der Map. Obwohl er immer gesagt hat, er ist nicht so gut in MW2, hat es lange nicht mehr gezockt, aber das glaube ich nicht. Guckt euch das mal an hier. Nicht schlecht, Lars. Ja, ich bin grad so. Jetzt hast du eigentlich die Map, aber. Ja.
Tja, die Map, da werde ich immer von Sniper-Schützen abgeknallt, da hinten, die sich in dem ganzen Häuschen, in dem Häuschen da verstecken, da oben. Da hocken die immer. Ja, da ist Goldfisch, warte mal, ich krieg den für dich. Ne, ich bin auch tot. Sieht sehr, ne, wie sieht's denn aus? Nein! Ey, nein, das gibt's nicht, wir verlieren wieder. Nein! Mist. Boah, Predator. Cyberdumpy. Vielen Dank auch. Ja, nimm die auch mal. Nein! Mist. Oh, das sieht sehr schlecht für uns aus, Lars. Ich geh mal mit OMP rein, Akimbo. Ich hab die noch nicht freigeschaltet. Ja, Leute, Niederlage leider erzählt, aber der Beste auf der Map. Ne, der Zweitbeste war immer noch Lars Goldfisch hier. 17 Abschlachtungen, 2 Assis und 16 Tode. Ja, Leute, das war's, das Live-Contrary mit Lars Goldfisch und YouTube Gamescom. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.